Ich möchte, dass du ein Outtake-Video machst. Wie finden Sie dieses Video? Sehr informativ. So, ruhe jetzt, wir wollen ja professionell werden. Raus! Mick, musst du dir nicht noch eine Hose anziehen? Ich bitte drum, lass dich immer so hängen. Also wenn er von rechts nach links schaukelt, dann bist du, ne? Seine Frau muss es wissen. Suche neue Freunde. Bei Interesse, mick@dasilverac.de. Hat beim letzten Mal schon nicht funktioniert. Nee. Ich brauche neue Follower. Ich gehe jetzt raus. Danke. Bis gleich. Herzlich willkommen bei Das Silver Assi. Ich darf euch heute mal etwas, ja, ein etwas eher Ungewöhnliches bei mir auf dem Kanal zeigen. Ein Freund von mir hat sich bei Spielzeugarten für seine beiden Söhne zwei Autos gekauft. Und Boris und Aaron haben mich halt gefragt, Mick, willst du davon ein Video machen? Jo. Jetzt machen wir auch einen Black Mick Tag dazu. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, in der Videobeschreibung sind die Links drin. Der Boris hat die vom Preis her noch ein bisschen runtergesenkt. Die Autos kosten 199 Euro und 227 Euro mit dem 5400er Akku. Wir haben gleich schon Akku dabei, aber den kriegt ihr nicht. Ihr kriegt einen anderen, sonst rechnet sich das vom Preis her scheinbar nicht mehr. Aber diese 5400er sind ja bewährte Akkus. Das sind auch Corali-Zellen. Da macht ihr nichts mit verkehrt. Worum geht's hier? Corali Triton und Corali Mammut Brushless. 2 bis 3S fähig, Heckantrieb 1 zu 10. Jo, warum? Diese Autos werden in den UK zum Beispiel, man sieht das in der Gruppe der Engländer von Per Öhrberg sehr, sehr gut, sehr, sehr hart rangenommen und können wirklich was ab, sind mit 199 Euro in diesem Fall natürlich auch sehr, sehr bezahlbar und sind nicht ganz so schnell wie unsere 1 zu 8er, also eigentlich perfekt für Kinder. Die Funke habe ich schon die ganze Zeit in der Hand. Das ist so die Standard, aber ich komme jetzt gar nicht drauf, Vario-Prop-Funke, die wir auch aus den 6S-Wagen kennen. Man kann die Dual-Rate einstellen und noch so ein paar andere Dinge. Ich denke, das ist jetzt nicht ganz unser Thema, was die Funke kann. Ich sag mal so, dafür, wofür diese Autos verwendet werden, ist die Funke gut. Für den Hardcore-Basher, die werden sich eine Futaba, eine Sanwa oder weiß der Geier was kaufen. Das ist wohl so. Der Aaron ist übrigens auch dabei. Der sieht das jetzt das erste Mal, wie ich hier so ein Video drehe. Der hat sich nicht getraut, hier hinter die Kamera zu kommen. Er sagte, nee, das lassen wir mal. So, wir schauen jetzt mal in die Chassis rein, beide gleichzeitig. Die sind auch, ja, ich sag mal, relativ gleich. Ein paar Unterschiede haben wir. Der Mammut ist ein bisschen größer, darum heißt er auch Mammut. Schauen wir mal. So, wir haben jetzt umgebaut. Ich persönlich finde von der reinen Optik her den Triton ein bisschen geiler, muss ich ja ehrlich so sagen. Mit dieser, ja, ich nenne das mal Monster Truck ähnlichen Karo. Der Mammut sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Short Course Truck. Aber letztendlich, das ist natürlich Geschmackssache, das bleibt euch überlassen. Wenn man die Karo abnimmt, bleibt nicht viel über. Das haben wir eben schon festgestellt, als wir die ausgepackt haben. Und der Boris hat das gut verpackt. Mein Wohnzimmer sieht jetzt dementsprechend aus. Ist halt so. Und ja, so sieht's aus. Wir haben vorne einen sehr extremen Kick-Up. Das heißt, wenn der vorne einfedert oder wenn ihr irgendwo gegenfahrt, dann geht der Querlenker ein bisschen zurück. Das ist ein bisschen schonender für die ganzen Komponenten, weil ihr natürlich fast eine Bumper-Funktion hier habt. Wir haben Kunststoffdämpfer vorne und hinten. Irgendwo kommt natürlich auch hier der Preis wieder her. Keine einstellbaren Spurstangen. Doch, einstellbare Spurstangen, aber keine Sturzstangen, die einstellbar sind. Da verhaspel ich mich jedes Mal mit. Ne? Vorne könnt ihr also nicht so viel einstellen, außer die Spur. Aber so wie ich das jetzt per Augenmaß sehe, Spur steht ein bisschen offen. Ja, das passt. Servo-Server ist ein bisschen locker. Könnte man mal nachstellen, da muss man mit der Unterlegscheibe arbeiten. Vielleicht muss ich darüber mal ein Video machen. Die Autos bleiben bis Weihnachten bei mir, da habe ich also Zeit. So, weiter geht's hier. Was haben wir denn noch? Wir haben Akkufach in der Mitte und hier haben wir eine Besonderheit. Ich mache das mal auseinander. Das Teil ist verbaut und wir haben hier in der Tüte, und ich will die jetzt nicht aufmachen,
haben wir noch einen Akkuhalter, der halt für 2S ist, weil beim 3er, beim 2, wenn ihr den 2S Akku nehmt, dann ist das so, dann ist hier ein bisschen viel Platz drin. Das kann sich also losruscheln. Dann nehmt ihr dann einfach das andere Teil und dann passt das. Ich denke für den Junior, die Wagen fahren übrigens, ich habe vorhin gesagt, die sind nicht ganz so schnell, können bis 90 km/h schaffen, nicht so geil für einen Junior. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir die Strapse hier so festmachen können, irgendwie. Und dann fliegen die nicht so durchs Auto. Ich mache das jetzt nicht, weil dann könnte der losschießen. Das wollen wir nicht. Das kommt nicht so gut im Video. Haben wir aber auch schon mal gehabt. Hinten drin ist ein 60 Ampere Regler. Der An- und Ausschalter erinnert sehr, sehr stark an Hobbywing. Und das wird da auch drin sein. Wir kennen das ja schon aus den 1:8ern, dass hier Hobbywing verwendet wird. Ich vermute, das ist ein Quick Run Max 10, irgendwie sowas in der Richtung. Also was Bewährtes, aber was auch funktioniert. Da hat Corelli keinen Scheiß eingebaut. Das kennt man von anderen Herstellern, die da irgendeine schrottige Kombo einbauen. Meistens ist die dann blau. Das wird hier funktionieren. Hinten haben wir das Übersetzungsgetriebe und den 3.500 kV Motor. Auf der Packung steht 4.000, verbaut sind aber tatsächlich 3.500. Ich vermute, Corelli hat hier mal nachgebessert nach Problemen mit der Hitze. Und wenn wir den mal umdrehen. Oh, hier ist aber echt eng heute. Hier sieht man das Hauptzahnrad, das ist da drunter. Und ich empfehle euch, wenn ihr damit Offroad fahren wollt und im Dreck fahren wollt, nehmt ein bisschen Tape und klebt das hier zu. Damit stellt ihr den Slipper nämlich ein. Sonst habt ihr da nicht so lange Spaß dran, sag ich jetzt einfach. So, vorne großer Bumper, hinten großer Bumper, Shortcross ähnlich. Karo ist orange-schwarz. Nicht so ganz groß wie eine Shortcross-Karo, bisschen schmaler. Ich denke, damit wird dein Söhnchen oder dein Stiefsöhnchen? Mein Söhnchen. Dein Söhnchen wohl Spaß haben. Karo-Clips haben wir hier weggelassen, die liegen bei mir im Wohnzimmer. Den nehmen wir mal weg. Jetzt gucken wir uns mal den Triebhahn an. Den ich persönlich noch viel geiler finde. Einfach weil die Optik schöner ist. Das könnte so ein Ding sein, was man im Skatepark kloppt. Und der wiegt natürlich auch gar nichts. Ne? Also, so, das kann er schon. Die Bauweise ist genau die gleiche wie vorhin. Ja, gibt Schlimmeres. Ne? Wir haben sogar Rändelmutter an den Dämpfern. Das habe ich eben am Mammut nicht gesehen. Das heißt, man kann die Höhe stufenlos einstellen. Wir haben eine unglaubliche Bodenfreiheit, wie man sieht. So, da kann man das sehen. Das heißt, so mitnehmen und so geht. Ja. Brushless-Antrieb, genau das gleiche. Wir haben vorne einen deutlich kleineren Bumper, hinten haben wir keinen Bumper. Dafür haben wir eine Wheelie-Bar und die ist sogar einstellbar. Ihr löst einfach hier zwei Schrauben, dann könnt ihr sie weiter runterstellen. Aber Achtung, eine Wheelie-Bar hebelt euch auch ganz schnell mal das Auto aus. Muss man mal gucken, ob man die braucht, da das ja so ein bisschen SWB-like ist, dieses Auto. Könnte das sein, dass man sie braucht. Und bei einem Kind, der da vielleicht nicht so ganz viel Plan hat, sowieso. Schauen wir mal. Ich denke mal, einen Speedrun werden wir mit dem Auto auch machen. Vielleicht sehen wir den mal in den Videos nebenbei. Das ist nicht nur möglich, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Der Aaron war schon ein paar Mal bei. Leute, die die Videos hier regelmäßig verfolgen, haben den Losi XXL2E gesehen, der einen Front- und Backflip gemacht hat. Ein Back- und Frontflip. Das war Aaron. Das war der Papa. Das kann also heiter werden, wenn die Kleinen damit fahren. Übrigens verkaufe ich demnächst auch Schienbeinschoner, das Silver-Logo. Ich nehme einen. Zwei. So, ja, das soll es gewesen sein. Kleines Spielzeug Appen, Black Mix Special, weil dieses Black F-Wort ist leider geschützt. Ist so. Ja, was soll ich euch noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei der Silver RC. Ciao, ciao.